So, liebe Seminarteilnehmer, bevor wir in das nächste Modul rutschen, möchte ich doch ganz gerne noch mal kurz was zum Thema Online-Communities sagen. Ich war heute bei dem Stadtgespräch vom Center TV eingeladen, habe da mit Markus Gerstmann vom Servicebüro Jugendinformation und dem Gerhard Stampe vom Datenschutzkompetenzzentrum, mich mit der Moderatorin Anneke Terfehn unterhalten über das Thema Datenschutz und Cyberbullying in Online-Communities, und deswegen denke ich, dass ich vielleicht doch noch mal etwas zum Thema, diesen Themen hier auch im Seminar sagen sollte, vor allem weil wir sie ja auch dazu ermutigen und ermuntern, sich im Web 2.0 zu bewegen. Eine sehr schöne Seite dazu ist das Angebot Watch Your Web. Watch Your Web ist ein Angebot, wo es genau um sicheres Surfen im Web geht. Und man sieht hier schon, dass es doch stark auf Jugendliche zugeschnitten, und dennoch denke ich, dass auch wir als an der Uni, Sie als Studierende, was davon lernen können. Die bieten so einen Webtest an, den können wir gleich mal machen. Welcher Webtest bist du? Können wir mal den Test starten. Und da werden wir gefragt, was sind für dich persönliche Daten? Und man sieht hier schon so ein bisschen persönliche Daten. Ich habe doch nichts zu verbergen. Ich zeige allen alles. Und das geht dann bis dahin über schwer zu sagen, die Grenze verschwimmt im Internet oft. Und bis hin alles, was ich auch sonst keinen Fremden zeigen würde oder erzählen würde. Naja, ich glaube, wir bewegen uns irgendwo in dem Bereich. Schon mal drüber nachgedacht. Warum hast du überhaupt ein Webprofil? Gute Frage. So schnell kann ich das gar nicht sagen. Aber es hat sicherlich viel mit Selbsterstellung zu tun. Oder ganz klar, ich will, dass andere mich gut finden. Dafür mache ich einfach alles. Mein Profil ist der Hammer. Entertainment und Insider-Infos pur. Tja, ob man Insider-Infos immer bereitstellen sollte. Und die nächste Antwort wäre dann, was soll denn das jetzt? Ich will meine Freunde auch dann treffen und mit ihnen quatschen, wenn ich nicht bei ihnen sein kann. Nächste Frage. Und so weiter und so fort. Kann man sich gerne selber mal durchführen. Finde ich ganz spannend. Wir haben ja auch schon im Seminar darüber reflektiert. Hier sind auch mal ganz gute Anregungen dabei. Es gibt eine ganze Kampagne von denen, wo die mehrere Punkte haben. Also zum Thema, dass das Internet nie was vergisst, das, was einmal im Internet steht, dass es sich schnell verbreiten kann, virtuell ist es real. Im Internet ist man nicht immer ungestört und so weiter und so fort. Da haben sie auch sehr nette Videos dazu gedreht. Und vielleicht gucken wir uns mal kurz einen an. Alina, ich muss dir was erzählen. Was denn? Ich bin total in David verliebt. In David? Oh, krass. Ich weiß auch, dass er was von mir will. Aber er ist doch mit Lisa zusammen. Ja, darum darf es auch echt niemand wissen. Wenn Lisa das erfährt, sie wird dich umbringen. Ja, es muss unter uns bleiben. Es darf keiner wissen. Okay, ich sag's keinem weiter. Verspreche es mir. Ja, mach ich. Jetzt weiß ich die Community und gleich die ganze Welt. Na, bin gespannt auf Lisas Reaktion. Sie wird durchdrehen. Weißt du eigentlich, wer alles mitliest, wenn du was im Netz erzählst? Watch your web. Ja, eigentlich ganz guter Einstieg in so ein Thema, finde ich. Und was bieten uns jetzt Watch Your Web? Die bieten uns unter anderem auch ja, unter dem Bereich Hilfe die Tutorials. Und da bin ich jetzt mal bei Facebook gelandet. Und da wird dann erstmal erklärt, worauf man achten muss. Und dann kann man sich hier ein bisschen was erläutern lassen, wie man zum Beispiel den Profilnamen ändert. Und gucken wir mal, was hier steht. Um deinen Namen zu ändern, klick auf Konto in der Menüleiste oben rechts. Hier wählst du Kontoeinstellungen aus. Und das versuchen wir einfach mal. So, Konto, naja, das heißt eigentlich Account. Account Settings, aber ich bin auch ganz international. So, und hier können wir unseren Namen ändern. Und ich habe tatsächlich meinen echten Namen hier, weil ich Facebook eher als ein ja, professionelles Kommunikationstool nutze und nicht so sehr privat. Aber Sie sollten das vielleicht ändern. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.